Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Also heute möchte ich mit euch nochmal auf großer Tour gehen in einen Laden, in dem man auch Essen kriegt. Das heißt das Einkaufscenter. Mal sehen. Ich nehme jetzt einfach jeden Tag so eine halbe Stunde mal Project Zomboid auf und dann stürze ich mich einfach mal wieder in die Arbeit. Ich bin gerade überhaupt nicht glücklich mit meinem Leben. Oh, ich bin schon wieder zu dünn. Gar nicht geil. Überhaupt nicht cool. Ich bin schon im dünnen Status. Das ist nicht das, was ich gerne wäre. Muskulös, aber dünn. Eigentlich voll athletisch wäre das doch. Ich weiß nicht, merkt man schon an meiner Begeisterung im Spiel, dass ich einfach mittlerweile ein bisschen fertig bin. Kann schon sein. Das Gute ist nur noch ein Tag arbeiten und zwei Tage Schule. Und dann kann ich erstmal ein bisschen aufatmen. Kurzzeitig aber nur. Beim Kunde geht es dann bei mir weiter mit Zusammenfassung für die Zwischenprüfung. Yay! Wurde mir auch noch gesagt, hey, oh, komm, die Schmerzen zurück. Ich habe hier deine Anmeldung für die Zwischenprüfung. Ich lege sie dir in die Hauspost. Und von deinem Kollegen auch. Dann gucke ich nach. Ja, ist nicht da. Schreibt man die Person an. Gut, kriegt man keine Antwort. Richtig geil. Dann wüsste ich jetzt wenigstens schon mal, an welchem Tag das ist. Weil ich muss kurz vor, wirklich ein oder zwei Wochen, je nachdem, vorher muss ich halt arbeitsmäßig nochmal weit weg. Er hat ein Radiergummi dabei, warum weiß ich auch nicht. Was ist das? Küchenmesser, okay, das brauche ich jetzt echt nicht. Da könnte was zu essen drin sein. Lass den Scheiß. Du hast da ein Rohr an dir. Da ist einfach noch nichts drin. Aber ein bisschen Schrott. Ja, mit 200 Kalorien komme ich halt echt nicht weit.
Gabel. Klar, man muss sehen, wo man bleibt, aber eine Gabel. Da bist du schon fast effizienter, wenn du mit deinen Fingern kämpfst. Bisschen Milch nehme ich mit, da kann ich arbeiten tatsächlich. Das andere habe ich wahrscheinlich schon gegessen. Was war denn das jetzt? Der hat mich aber auch verfehlt, komischerweise. Ja, Bohnen und Reis. Das sind 2800 Kalorien. Legen. Okay, gucken, was ich noch alles mitstolpe. Na, Scheiße, jetzt muss ich gucken, was ich hier. Ja, Mist mitgenommen. Das hier wollte ich eigentlich. Das hier noch? Nö. Das Aluminium hätte ich jetzt nicht gebraucht. Okay, wenigstens der Muskelkater ist weg. Ich will möglichst viel von dem Tag spielen jetzt.
Ich bin so auf Energy Drinks in letzter Zeit. Es geht bei mir aber auch nicht mehr anders. Ich bin halt bis 10:30 wach und stehe um 5:30 auf, wenn ich durchschlafen kann. Und der Rest meines Tages besteht nur noch aus Arbeiten, Zusammenfassen, Lernen und Kind bespaßen. Für meine Frau habe ich gerade kaum Zeit. Klar, ihr sagt es bestimmt, oh, du hast aber Zeit, eine halbe Stunde zu spielen. Ja, irgendwas würde ich auch gerne mal für mich tun und ich bin gerade nicht glücklich, also überhaupt nicht glücklich. Der ist schon schön verfault da hinten. Man kann die Zombies anscheinend auch, also vergraben weiß ich, wusste ich schon, dass es geht mit der Version, aber man kann die anscheinend auch verbrennen, das wusste ich nicht. Das hätte vielleicht bei einem alten Spielstand geholfen, als ich so die 1000 oder 2000 Zombies in meinem Vorgarten hatte. Oder im Nachbargarten alle hingelegt habe. Ah, ich wollte gerade sagen, die Erschöpfung kommt ja gar nicht. Und da war sie da. Aber das Gute, noch eine Runde. Und wir könnten beim nächsten Mal den kompletten Markt leer haben. Ich weiß jetzt nicht, was da hinten alles ist, aber vorne, das ist dann alles eingesackt schon mal. Eingesackt und eingetütet. Die Milch packe ich übrigens zu unseren Gartensachen, weil die brauchst du für Behandlungsmittel. Ich könnte sie auch essen, rein theoretisch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sie in ein Glas umfülle. Könnte sein, dass sie dann plötzlich wieder frisch ist, weil das Spiel verbuggt ist. Oder weil mein Kochskill hoch genug ist. Wie auch immer er das schafft. Frag mich eh, wie aus verfaulten Lebensmitteln wieder frische Lebensmittel macht. Das ist für mich auch ein Wunder. Oh, hi. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich lasse ihn dann bloß noch mal ein bisschen lesen. Ich koche ein bisschen. Vielleicht gucke ich, dass ich hier noch mal ein bisschen rumlaufe und ein bisschen was zu essen hole. Weil Essen könnten wir echt gebrauchen. Essen ist sehr kritisch für mich. Und ich will eigentlich nicht auf die anderen Sachen zurückgreifen. Klar, ich kann mir jetzt einfach so Reis kochen zum Beispiel. Eine Reissuppe machen oder eine Suppe mit Nudeln. Das geht schon, aber ich will diese Ressourcen halt nicht angreifen, weil die sind äußerst wertvoll für den Winter. Die gehen nicht kaputt. Ich glaube, die Fallen sind alle ausgelöst. Hier? Ja, hier ist sowas wie Reis drin. Vielleicht erstmal die Chips und Co. wegpacken. Chips. Brause. Dosen waren hier vorne drin, glaube ich. Ja. Geht schon mal ordentlich Gewicht verloren. Nee, die gehören nicht da rein.
Chili. So ein richtig gutes Chili ist schon was Feines, wenn ich. Also, finde ich gut. Jetzt kommen wir schon wieder in den normalen Bereich, das ist super. Stimmt, das war nur für Alkohol. Oh, die können ja aber nicht rein. Halt, Moment. Doch, die gehören hier rein. Doch, mein Fehler. Oh, 3000 Kalorien. Ach, hier ist auch noch Zeug drin. Habe ich schon mal irgendwo Essig reingepackt? Ich glaube fast nicht. Dann packe ich aber mit hier rein. Trotzdem gehört das hier rein. Packen wir mal da rein. Packen wir mal da rein. Was haben wir drin? Ein Vögelchen? Ja. Da ist der Köder noch dran. Die ist ausgelöst. Sehr schön. Das läuft. Okay, die haben echt unterschiedlich Kalorien, was das angeht. Um.
Wieso zur Hölle kann ich die nicht verwenden? Ah, jetzt geht's, okay. Und darauf noch ein Ei. So. Ich überlege mal gerade, kann ich da auch das Vogelfleisch eigentlich so reinpacken? So als kleinen Snack. Das hält bestimmt nicht lang. Es geht relativ schnell. Ich müsste Fallenstellen lesen. Aber ich kann jetzt hier gerade nicht weg. Ah, doch, kann ich kurz. Kochen, Fallenstellen Band 3 müsste ich lesen, glaube ich. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch suchen. Okay, macht mich das unglücklich? Ja, ein klein bisschen, so ein kleines Vögelchen zu essen macht echt unglücklich, kann ich verstehen. Vielleicht den Tag noch ein bisschen ausnutzen. Lass mal auf keinen Suchfokus. Boah, so viel Protein. Passt schon. Ah, ich habe die halbe Stunde auch schon fast voll, das heißt, der Tag wird jetzt wirklich beendet. Ich nehme jetzt kein Holz mehr, das reicht. Nein, es reicht, habe ich gesagt. Das ist immer so eine Grille, ist eine halbe Mahlzeit. So ein halber Vogel zumindest. Und die Pilze sind eine super Ergänzung. Da sage ich auch nicht nein. Das Gefühl, hier oben finde ich mehr als da unten.
Kann jetzt aber auch Zufall sein. Aber je weiter ich sehe, umso besser ist es ja eigentlich auch. Wie lange halten meine Schuhe noch? Die sehen noch ziemlich lädiert aus. Ja, so eine Einzelfolge am Tag aufnehmen. Da komme ich rein theoretisch ins Hintern. Was ist das denn? Ja, mit der Dose kann man gar nichts anfangen. Also wirklich gar nichts. So, ein paar saftige Erdbeeren wäre nicht schlecht. Okay, die nehme ich auch. Die kann ich. Die sollte ich zwar nicht essen, aber die kann ich auf den Kompost werfen. Weinblätter habe ich nicht. Oh, die sind eigentlich gar nicht schlecht, diese Weinblätter. Was? Nein, hör auf die du Idiot! Habe ich jetzt die Giftpilze gegessen? Oh Gott sei Dank, also er hat gerade angefangen die Pilze zu essen. Also das wäre wirklich super schlecht. Gerade weil ich empfindlichen Magen habe, müsste das richtig schlimm werden, wenn ich das esse. Oh, es passiert auch. Gegendrücken. Das könnte sich richtig übel auswirken jetzt. Okay, ich habe nur eine sehr kleine Menge gegessen, aber trotzdem. Das könnte mich halt wirklich jetzt schon umbringen. Aber so eine ganz kleine Menge war. Oh, Erdbeeren. Das wird zumindest nicht schlimmer, ich muss aber jetzt aufpassen. Ich renne jetzt erstmal nicht. Okay, jetzt sind wir wieder raus. Guck mal, ob wir es hinkriegen, aber es ist halt super gefährlich. Na, jetzt renne ich doch mal heim. Ach, da drüben. Ich kann sagen, es muss doch irgendwo sein. Das war gerade mal ein halber Pilz und der hat mich jetzt super vergiftet. Möchte ich nur mal festhalten. In meinem Zustand ist das überhaupt kein Spaß. Hier war verdorbenes Essen drin. Bleibt auf etwas unwohl, das ist
Ach, hier ganz unten waren die Kräuter richtig. Könnte es sein, dass wir noch mal überall ein bisschen was kriegen? Also ich brauche das Vogelfleisch, so oder so. Oder ich mache das lieber morgen und guck mal, dass ich das heute noch fertig lese. Das Fallenstellen, weil je höher mein Fallenstellen-Skill ist, umso besser ist es tatsächlich. Sechs Stunden Brennmaterial. Ein ganzer Baumstamm. Der brennt bei mir aber länger. Ja, das lohnt sich nicht so wirklich. Ich glaube, das wird halt nicht mehr fertig. Vielleicht muss ich beim nächsten Mal einfach einen Lesetag machen. Ne, ich schlafe jetzt. Ich muss jetzt auch anfangen, leider. Mit 16. Habe fast alles aus dem Einkaufszentrum geholt. Ich habe einen aus Versehen einen giftigen Pilz gegessen. Ich werde besser im Fallen stellen. Und da würde ich sagen, das war Let's Play Project Zomboid für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.